Alter, dieser Hase macht mich fertig. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Rise of the Tomb Raider. Wie gesagt, ich will jetzt die Seil hochschauen hier, um den alternativen Ausgang zu nehmen und nicht mit alles runterklettern zu müssen. Ach, guck mal. Eine byzantinische Brosche mit einem geheimen Bild auf der Rückseite. Wunderschön verziert. Dieses Porträt wurde verunstaltet. Es scheint den Propheten gezeigt zu haben. Sie mussten ihren Glauben wohl verbergen. Ich zeige natürlich hier das Gefühl, wenn mir irgendwas verpasst, ne? Mal eben, ob hier irgendwo Loot ist. Dann gehen wir oben weiter. Money must be funny. Das Land der Russ durchquert. Ich habe das Gefühl, dass er mich verhöhnt, wartet, bis ich einen Tagesritt entfernt bin und dann weiterzieht. Ich werde nicht wie erhofft vor dem Winter heimkehren. Ich habe bei einem kleinen Dorf an einem See namens Svetlojar Halt gemacht. Der Prophet hat hier gesprochen und man will mir keine Unterkunft geben. Ich habe am Ufer übernachtet und ein junger Mann, der eine seltsame Version des Symbols des Propheten trug, versuchte mich zu töten. Ich habe an ihm ein Exempel statuiert. Und jetzt starren die Leute mich böse an und bespucken mich. Ich muss bald weiter. Sein Virus verbreitet sich. Das ist schon eine krasse Geschichte. Tief runter. Also im Allgemeinen ja halt auch. Und so weit fernab ist es halt gar nicht. Sowjetanlage. Hier wieder ein Fenster. Und ein Lagerfeuer. Wunderbar. Ich bin nicht dein Feind. Das wird sich noch zeigen. Du hast die Männer da hinten getötet. Ja, um zu überleben. Und ich schätze, du hast das auch. Wie lange sind sie schon hier? Kurz. Nur Tage. Die Eindringlinge haben viele von uns gefangen. Du solltest hier besser verschwinden, bevor es zu spät ist. Das kann ich nicht. Ich bin aus einem wichtigen Grund hier. So wie die. Beim nächsten Treffen jage ich dir einen Pfeil in den Hals. Du und ich stehen auf derselben Seite. Ich hoffe, ich kann dir das beweisen.
Was passiert denn da unten? So fühlt es sich auch so an. Sorry, musste kurz Batman zitieren. Es leben Leute hier draußen. Sie scheinen schon sehr lange hier zu sein. Sie sind seit Jahrzehnten völlig isoliert. Vielleicht sogar seit Jahrhunderten. An ihrer Kleidung habe ich kleine Verzierungen bemerkt, die zum Byzantinischen Reich passen. Könnten es vielleicht Nachfahren der Anhänger des Propheten sein? Was wissen sie über die verlorene Stadt und die göttliche Quelle? Trinity wird alles tun, um das herauszufinden. Wer immer sie sind, ich fürchte, sie sind in großer Gefahr. Hoffen wir, dass das alte Sprichwort vom Feind meines Feindes zutrifft. Ja, das hoffen wir. Wir haben einen Fähigkeitsbogen verfügbar. Ach, das war hier eine Fähigkeit, die wir jetzt freigeschaltet haben durch das Grab. Das ist cool. Nehmen wir jetzt mal die Art der Kontrolle. Längeres Zielen, gerade mit dem Bogen. Glaube ich nicht so schlecht. Mehr können wir gerade nicht machen. Was habe ich gesehen? Das sehe ich auch. Alter, dieser Hase macht mich fertig. Geht doch. Leder. Das wollte ich nämlich wissen, ob es Leder gibt. Da müssen wir leider auch ein paar Hasen töten. Dann laufen wir jetzt hier mal so ein bisschen rum. Aber wir kriegen nur die Pfeile wieder, die wir nicht sinnlos verschossen haben, sondern die getroffen haben. Schade. Kommen wir so wieder hoch? Sieht so aus. Okay. Also das auch deutlich angenehmer, wenn die Hasen noch nicht von uns aufgeschreckt wurden. Und wir nehmen eben kurz alles an Material mit, was wir können. Ich kann nichts für ihn tun. Alle Einheiten, neue Infos. Konstantin ist vom Gefängnis hierher unterwegs. Der erste Tag in Sibirien und es passiert. 2 Jahre in Afghanistan, 1 in Indonesien und nichts. Aber ein Tag hier im Eis und zack, ich erledige einen. Die Augen des Mannes wurden glasig und er flehte mich um etwas an. Kein Russe, keine Ahnung. Ich blieb bei ihm und sah zu. Erst war er noch da, dann nichts mehr. Nur noch Fleisch. Ich habe in den Schnee gekotzt. Der war ganz rot von Blut. Jetzt ist er nur noch Fleisch. Und ich lebe. Konstantin sagt immer, dass wir aus einem besonderen Grund hier sind und Gottes Werk tun. Allmählich erkenne ich das. Okay. Wir müssen alles in Ordnung bringen, bevor er ankommt. Hey, hört mich jemand?
müssen den Funk wieder in Gang kriegen. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Komplett irre. Greift drei bewaffnete Männer mit einer Axt an. Keine Ahnung, wie die einen davon lebend kriegen konnten. Wer zur Hölle sind diese Leute? Laut Erstaufklärung sollte ein altes Dorf in den Bergen sein. Haben dort bloß Bauern erwartet. Wir dachten, sie würden sich kampflos ergeben. Bauern? Am Arsch. Das sind ausgebildete Guerillakämpfer. Ich gehe mal nachsehen. Bin gleich zurück. Verstanden. Moment mal, da ist irgendwas. Hier lang muss ich. Okay, wir haben den Falschen abgelenkt. Ganz offenbar. Den hätte ich fast übersehen. Den hinten auch. Da kommen noch mehr von ihnen. Lass dich nicht nach. Bleiben wir wachsam, bis der Funk zum Gefängnis kommt. Nahkampf ist Ding. Wir sind auf uns allein gestellt. Das war Konstantins Hubschrauber. Was zur Hölle will der hier unten? Schwer zu sagen. Einheimischer wurde zum Verhören lebend gefangen. Uns drei Männer gekostet. Ich schätze, die Zentrale will wissen, was dabei rauskommt. Konstantin erwartet mehr von uns. Ach, jemand muss für diesen Fehler bezahlen. Die Munition hat Priorität. Sie muss getrennt bleiben von den Rationen. Ich glaube, wir sollten sie in Reichweite haben. Yes, sir. Shit. Die meisten Rationen sind bei der Explosion verbrannt. Damit sich drücken beim Zielen. Stopp. Wenn ich stehen bleibe, dann wird es schwierig. Ja. Kontinuierlich hin und her. Was war das? Das war das.
Strom ist nahe unmöglich zu kriegen. Den Überfall haben wir erst bemerkt, als sie drin waren. Sie kannten sich hier aus. Scheiße. Das sollte ein guter Einsatz sein. Der Weg ist... Ich weiß, ich habe schon zweifelhafte Jobs gemacht. Und ich weiß, dass du das nicht gut findest. Aber diesen Vertrag konnte ich nicht ablehnen. Ich will schon seit Jahren für Trinity arbeiten. Sie sind diskret, die Bezahlung ist Wahnsinn. Sie haben immer irgendwas. Und jetzt bin ich hier und will wieder weg. Wir sind in einer verlassenen Sowjetanlage, mitten im Nichts. Niemand sagt uns unwichtigen Externen, was los ist. Aber ich glaube, wir verhelfen ein paar echt miesen Typen zu einer Atombombe oder etwas ähnlich Furchtbarem. Und das wäre noch der beste Fall. Melde dich, wenn du das liest. Ich habe uns einen sicheren Kanal im Netzwerk verschafft. Bei einer solchen Operation bräuchten sie bessere Sicherheitsmaßnahmen, aber dafür haben sie wohl mich engagiert. Vielleicht. Aber Trinity erwartet trotzdem, dass wir ihn gehen. Ja, Trinity erwartet das. Ich finde immer witzig, dass die Funkgeräte mit den Leuten ausgehen. Noch ein Teil für die halbautomatische Pistole. Was wir auf jeden Fall wiederbekommen müssten, relativ bald, wäre der Seilpfeil. Oh, ein Schaufelradbagger. Mehrere. Interessant. Er steht in dem See. Mit den Ketten im in dem Berg. Interessant. Doch mal, also wir müssen da rüber gehen. Nach oben. So. Ja, perfekt. Dann hier drüber. Und mit dem Seil in dieses Loch. Wäre auch meine erste Wahl. Damit was anzünden und eventuell solche Sachen wegschaffen. Ja, gut. Dann war, wir haben keine Zeit mehr. Verschieß ihn! Die Uhr tickt. Du wirst hier sterben. Außer du sagst mir, dass ich es nicht mehr. Nicht nur du. Deine ganze Familie. Ein qualvoller Tod. Und wieder schon.
Die Rote Armee kommt hierher. Ich verfolge sie schon seit Wochen. Ich habe zugesehen, wie Hunderte von ihnen Eisenstreben auf dem Eis verlegen. Viele sind gestorben und ihre Körper hat man einfach in der Tundra zurückgelassen. Kein Übergangsritual, weder Begräbnis noch Einäscherung. Diese neuen Invasoren sind grausame, gottlose Männer. Sind sie auf die wertvollen Metalle des Berges aus? Oder werden sie wie all die anderen von der göttlichen Quelle angezogen? Mein Volk muss sich wieder für den Krieg rüsten. Okay. Glaubst du, wir könnten es lange aufhalten? Satanatros, Illy. Sie haben ihn gefangen. Muss. Oh nein. Nein. Okay. Benötigt Dietrich. Finden wir hier vielleicht einen Trich? Moin. Waffen wechseln. 1, 2, 3, 4 oder das Waffenrad. Jo, alles klar. Noch was. Mission, Pfeil. Ja, Sir. So viel Widerstand war unerwartet. Du solltest beobachten. Mein zweites Paar Augen sein. Du musst wissen, was bei dieser Operation auf dem Spiel steht. Ja, aber... Nein. Nein. Solltest du nicht. Nein. Wie könnte das jemand... Wie... Da guckst du, wa? Also, Angst vor dem Schmerz. Unser Ziel ist fast erreicht, aber wir müssen besser aufpassen. Der Erfolg hier bringt uns eine neue Welt. Eine nach unseren Vorstellungen. Konstantin, Sie werden umgehend beim Gefängnis gebraucht. Ein Gefangener weiß vielleicht was über das Artefakt. Bleibt im Glauben und ihr werdet Teil der Herrlichkeit der göttlichen Quelle. Boah, ich sehe das richtig schöne Sniper. Was machen wir mit ihm? Keiner fasst ihn an. Wir haben wohl noch einen Treibstoffleck. Was zur Hölle ist passiert? Das Ding ist 50 Jahre alt. Okay, dann schließen wir es. Wir dürfen nach dem Angriff nicht noch mehr verlieren. Okay, ich mach das. Wer ist da? Halte das da mal fest. Ich brauche mehr Hebelwirkung. Verdammt. Die Kupplung. Hast du das gehört? Oh mein Gott. Bleib in der Nähe.
Das wollte ich eigentlich nicht. Hallo! Und Rambo funktioniert auch noch hundertprozentig. Kostbare Munition verschwendet, aber halb so wild. Halb so wild. Trotzdem ärgert es mich immens. Ich will mit dem reden. Wo kann ich mit dem reden? Guckt ihn halt einfach nicht. Ich würde immens gerne mit dem reden. Hey, ja, ich weiß, deine Augen. Ein bisschen weh, ja? Oh, das tut mir aber leid. Das tut mir aber leid. Das hat ja keiner verfolgt. Nee. Ist jetzt tot? Warum ist der verbrannt? Gut. Aber wie wir jetzt von hier aus weiterkommen, sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.